Also das ist wirklich eine Katastrophe. Ich sehe es aber trotzdem sehr differenziert, denn ich bin auch der Meinung, dass die Hauptursache für diese furchtbare Watschen vom Wähler tatsächlich die Bundespolitik ist. Da muss ich Johanna wirklich recht geben. Sie hat recht. Es ist die Bundespolitik, eine gelähmte Regierung unter Nehammer und Kogler, die es seit Wochen, Monaten, ja seit Existenz eigentlich nicht schaffen, der Bevölkerung eine Politik vorzusetzen, die für sie da ist. Wir haben drei Megakrisen, Corona, Völkerwanderung, neue Völkerwanderung, die da zu uns ohne Widerstand hereinströmen, und wir haben eine Teuerungswelle, die den Menschen das Geld aus dem Geldsackel ausraubt. Und auf alle drei Fragen hat diese Regierung keine Antworten, ganz im Gegenteil. Wenn sie noch Antworten gibt, dann die falschen, wie zum Beispiel Impfpflicht, wo man die Johanna Mikl-Leitner auch eingeritten hat damals bei dieser Landeshauptleuterkonferenz, dass sie noch die Impfpflicht ein Jahr vor der Wahl verteidigt. Absurd. Das heißt, ich sage ja, Johanna Mikl-Leitner hat eigentlich noch Schlimmeres verhindert. Das ist die Wahrheit. Denn wenn der Herr Nehammer bei 20% und darunter herumkrebst bei allen Umfragen und die macht nur 39-40%, dann hat sie eigentlich den Totalabsturz noch weiter runter durch ihren Einsatz und durch ihre Persönlichkeit, das muss man jetzt einmal fairerweise auch sagen, noch verhindert, indem sie das eine oder andere landespolitische vorangestellt hat und vor allem ihre eigene Position. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ansonsten ist das verheerend. Das ist eine Wählerwatschen, wie es das seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben hat. Strafe für die Johanna Mikl-Leitner, wenn du sie verteidigst. Ja. Ich sage das. Ich verteidige sie nicht. Ich sehe das sehr objektiv. Und ich sehe das wirklich so. Das stimmt, denn ja. Zwischen 39,9 und 20% liegen 19%. Ich gebe dir ja völlig recht, dass das auf der Bundesebene anzusiedeln ist. Ein paar Mal Geld recht. Klar. Ich habe die Maria Rauch-Kallert eigentlich eingeladen, dass sie die Johanna Mikl-Leitner verteidigt. Jetzt muss sie den Nehammer auch noch verteidigen. Liebe Frau Rauch-Kallert, wie sehen denn Sie diese Wahlniederlage? Wer ist schuld daran? Und wie kam es zu diesem Katastrophenergebnis? Also ich gebe recht, dass es bundespolitische Themen sind. Das haben ja auch die Umfragen gezeigt, die Analysen, was die entscheidenden Wahlmotive waren. Das war mit Ausnahme der ÖVP, waren es die Themen. Es war ein Themenwahlkampf und nicht ein Personenwahlkampf. In der ÖVP war die erste Stelle Johanna Mikl-Leitner, also die Landeshauptfrau mit 40%. In keiner anderen Partei war überhaupt der Spitzenkandidat ein Thema unter den ersten fünf Motiven für die Wahl. Was der Peter Westenthaler vergessen hat zu erwähnen, ist sozusagen die Ursache der Teuerung. Das ist einerseits natürlich die Energiekrise, aber die Energiekrise ist eine Folge des Angriffskriegs der Sowjetunion. Bitte. Und das hat der Peter Westenthaler nicht erwähnt, dass das die Ursache für die Teuerung ist. Natürlich auch der Corona hat ja auch vieles sozusagen verursacht an Teuerungen, die wir jetzt, und ich habe damals schon gesagt, daran werden unsere Enkelkinder noch zahlen, an den Maßnahmen, die wir gesetzt haben, notwendiger und vor allem vernünftigerweise, weil keiner von uns wusste, wie lange diese Corona-Wellen dauern werden. So gesehen stimmt das mit den bundespolitischen Themen. Ich glaube nicht. Also wer ist jetzt schuld an der Wahlniederlage? Ist das primär die Bundesregierung? Ist das primär der Bundeskanzler? Ist das primär der von euch allen geliebte Kallich? Also ich glaube nicht, dass es der Bundeskanzler ist. Das ist, glaube ich, auszuschließen. Na, echt? Er ist nicht, ja. Er ist nicht angetreten zur Wahl. Es ist mit Sicherheit die Gesamtsituation, die schwierig ist. Die, gar keine Frage. Er hat insofern auch recht gehabt in seinem Statement, das ich gehört habe, im Übrigen aber auf einem anderen Sender. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe es nicht hier gehört, dass die... dass die Themen, die in den letzten zwei Jahren praktisch die Politik bestimmt haben, nicht ausreichend gut genug erklärt wurden. Dass er hat den Begriff verkauft genommen, das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, wir müssen besser erklären, warum manches notwendig ist und warum vieles so ist, wie es ist und wie man es ändern kann. Das ist sicher in einem gewissen Maße zu wenig passiert. Da hat er auch selber, glaube ich, sich und seine Regierung an der Nase genommen und gesagt, ja,
Da müssen wir noch besser werden, und zwar beide Parteien, die in der Regierung sind. Und ja, die nächsten 12 Monate werden es zeigen. Ich muss da einen kleinen Widerspruch jetzt noch wirklich machen, weil es einfach nicht wahr ist. Es ist nicht wahr. Ich kann mich nicht ausreden auf einen Angriffskrieg, übrigens der Russen, nicht der Sowjetunion, so, wenn auf Preise, warum, verdammt noch einmal, erhöht die EVN jetzt die Heizpreise, und zwar um ein Vielfaches, schreibt jetzt im Jänner aus. Jetzt, obwohl im September bereits die Preise gedrittelt sind. Seit September gehen die Rohölpreise runter. Seit September gehen die Strohpreise runter. Und aber was das macht war nicht der Nehammer. Und was macht die EVN? Sie erhöht sie. Und nicht nur die EVN, sondern alle anderen Energieunternehmen in Österreich an. Und da schaut der Nehammer zu dabei, wie das passiert. Und was passiert? Der Herr Strugl, der Verbund, verdoppelt den Strompreis ab 1. März. Warum? Bei einem Unternehmen, das offensichtlich Naturstrom und Naturquellen hat, das ist alles hausgemacht. Das hat mit dem Krieg in Russland oder in der Ukraine überhaupt nichts zu tun. Das ist hausgemacht, und wir haben eine Regierung, die nichts dagegen tut, die dabei zusieht, wie die Energieunternehmen und die Stromunternehmen den Menschen das Geld aus dem Sack rausnehmen. Und dazu ist eine Regierung verdammt noch einmal da, dass sie das stoppen. Und wenn der Herr Kaiser, der Landeshauptmann von Kärnten, gescheit ist, sitzt er morgen mit der Kellag zusammen und sagt: Kellag, kommt her, alle Vorschreibungen werden zurückgezogen und ihr habt es völlig, die Preise zu verlangen, die jetzt am Strom- und am Gasmarkt herrschen, nämlich die niedrigeren Preise. Und das ist das, was die Leute so ärgert, dass sie wirklich, da hat er heute recht gehabt, da hat einen Versprecher gehabt, der Nehammer, hat tief blicken lassen, verkauft. Er verkauft die Menschen, und zwar für dumm. Und das lassen sie die Menschen abfallen. Aber darf ich jetzt einmal kurz auch was sagen? Bitte, zur Abwechslung schauen. Ich meine, dieses Erklärungsschema, die Politik kann nicht erklären, und der Wähler und die Wählerin kann es nicht verstehen. Das ist nicht gut. Das hilft uns nicht weiter. Ja, ich kenne dieses Erklärungsschema von das früher. Das ist oft genug gebraucht. Einmal, und das war ein Blödsinn. Also jedenfalls, das hilft uns nichts. Aber was man eindeutig sehen muss, ist, auch wenn die Politik Dinge ankündigt, für möglich und realisierbar heute, und dann passiert es nicht. Klassischer Fall, die Balkanroute vom Sebastian Kurz. Klassisch. Er hat gesagt, die ist gestoppt, da kommt keiner mehr rein. Ein Schmarrn. Da kann er fahren dorthin, die fahren nach Budapest, die fahren nach Belgrad, wo die schon überall waren, die fahren nach Bukarest. Es ändert sich nichts. Und wenn es über 100.000 da sind, die keine Asylberechtigung haben, die einfach nur herkommen wollen, was ich individuell, wirtschaftlich, bei manchen auch sogar verstehe. Aber das geht nicht. Die Menschen haben Angst, die wollen das nicht. Und das ist bei dem Thema gewesen. Und was mir sehr weh tut, ist, die Sozialdemokraten waren in der Teuerungsfrage, haben die zu den Ersten gehört, die das angesprochen haben, haben sogar eine Sondersitzung gemacht, über die leider Gottes etwas abschätziger. Waren sogar deshalb einmal bei 32%, ja, die Erste in den Umfragen. Ja, die haben ja diese Themen auch angesprochen. Und das, was ich nie akzeptieren konnte, war das Verhalten bei Corona und die Impfpflichtgesetzgeschichte, die ein Blödsinn war. Ja. Da ist ein Impfpflichtgesetz beschlossen worden, nie angewendet und dann abgeschafft worden. Und das sind die Punkte, wo die Leute sagen, dafür brauche ich euch nicht. Ich will dort jemanden sitzen haben, der mich vertritt, meine Interessen vertritt, der sich für mich einsetzt und nicht für irgendjemanden, irgendwo, irgendwann.